einige Worte zunächst über diese Person. Diese Person, liebe Geschwister, wird missbraucht, um Scheinargumente über die Muslime zu bringen. Was meinen wir damit? Erstmal solltet ihr wissen, jeden Gelehrten dürfen wir folgen, wenn er einen Beweis hat. Und so sagt Ibn Abbas radiallahu anh, von jedem kann genommen und gelassen werden, außer, und er zeigte auf das Grab vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, außer von ihm. Was bedeutet außer von ihm? Das bedeutet, bei ihm gibt es keine Wahl. Und darüber gibt es ein Ijma, ein Konsens der muslimischen Gelehrten. Man darf nicht das Wort von irgendjemanden bevorzugen vor den Wörtern des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagten alle vier Madhahib, von Imam Abu Hanifa über Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahmatullah alaihim ajma'in, sie sagten, إِذَا صَحَّ الْحَدِيثِ فَهُوَ مَذْهَبِي. Wenn der Hadith authentisch ist, dann ist das meine Madhab, dann ist das sozusagen meine Aussage. Warum sagte er das? Weil er wusste, dass er nicht fehlerfrei ist. Anders als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und daher, wenn ein Gelehrter das sagt, dass sein Qaul, seine Aussage niemals vor der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam bevorzugt werden darf, dann natürlich ist es auch berechtigt für die Gelehrten zu kritisieren. Für die Gelehrten zu kritisieren. Insofern, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab war ein Gelehrter, wie auch viele andere Gelehrte. Und Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab war einer derjenigen, die oder dessen Name missbraucht wurden. Was sagt ihr, welcher Name wird häufig im Umgang gebraucht, damit man die Leute von Ahlus Sunnah angreift? Der Mann in Weiß streckt sich besonders. Bitte schön. Wahhabi. Genau, Wahhabi sagt man. Erstmal schaut mal diese Leute, die einfach nur voller Groll, voller Hass sind. Sie haben gar nicht zwei Schritte vorausgedacht. Erstmal nochmal, wie heißt der Sheikh? Wie heißt der Sheikh? Sheikh Muhammad, das ist sein Name. Ibn, was heißt Ibn auf Arabisch? Nam? Ja, du. Bitte? Der Sohn. Sheikh Muhammad, der Sohn von Abdul Wahhab. Erstmal ist er Wahhab. Nummer eins. Nummer zwei, wenn Sie sagen, Wahhabiyya. Wer hat den Namen Al-Wahhab, der Schenkende? Der Mann in Schwarz? Der Mann? Ja. Bitte? Allah subhanahu wa ta'ala. Ist das nicht beschämenswert, so einen Namen zu missbrauchen? A'udhu billah. Aber wir sagen auch zu den Leuten, möge Allah azza wa jalla euch recht leiten, dann ist verwunderlich, wer nennt uns so? Wer nennt uns Wahhabiyya? Die Ahbash. Und die Maturidiyya, die Shia und all diejenigen, wie sie auch immer heißen. Erstmal schaut mal. Diejenigen von Asha'ira, die uns Wahhabiten nennen, wie heißen sie? Asha'ira. Nach wem benannt? Nach Abul Hasan Asha'ir. Die nennen uns Wahhabiten. Nummer eins. Nummer zwei, Maturidiyya. Wen folgen Sie? Ahbash, wen folgen Sie? Kennt ihr den mit der Airline? Der kann sowohl in einem Land als auch im anderen Land sein. Wer ist das? Abdullah al-Harari. Die folgen ihn. Die sagen zu uns, Wahhabiyya. Natürlich solltet ihr wissen, liebe Geschwister, dass sie nicht diese Person Muhammad ibn Abdul Wahhab meinen, sondern womit sie ein Problem haben, ist der Weg von ihm. Sie meinen den Weg von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Mit anderen Worten, Koran und Sunnah. Eine Sache, wenn Muhammad ibn Abdul Wahhab sagt, ihr dürft keine Toten rufen, ist das Wahhabismus oder Islam? Islam. Und wenn das Wahhabismus sein soll, dann ist die ganze Umma Wahhabite. Wenn er sagt, man darf nicht am Grab für X oder Y schlachten, ist das wahhabistisch? Wir müssen immer neue Wörter erfinden. Oder ist das von Ahlus Sunnah wal Jama'ah? Das ist Islam. Was hat sie besonders getroffen, diese Leute der Bid'ah? Weil Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab war zu einer Zeit, wo die Grabesanbeter und die Leute der Bid'ah viel Unheil verbreitet haben.
Und in dieser Zeit hat er es ihnen verboten. Und so ist auch der Gläubige. Er geht raus und er verkündet die Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, unabhängig davon, was passiert. Weil wir haben eine Sache gelernt, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Wir werden niemals bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Leute aufklären, damit es wenig Jahil gibt, damit die Leute keine üble Abrechnung bekommen, Yawmul Qiyamah. Das ist unsere Aufgabe. Und so hat Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ebenfalls diese Aufgabe gemacht. Und er ging zu den Leuten und er sagte, lass den Schirk. Und er war nicht einer, der sofort vom Islam ausgeschlossen hat. Sowieso diese ganze Takfiri-Szene, die seinen Namen missbrauchen, wir missbrauchen ihn genauso wie diejenigen, die uns Wahhabiyya nennen. Sie missbrauchen ihn in einer anderen Richtung, dass sie sagen, er ist ein Takfiri. Und subhanallah, er hat selber darauf geantwortet. In Durar al-Saniya sagte er, rahimullah ta'ala, und diejenigen, die behaupten, dass ich die Leute sofort vom Islam ausschließen würde, haben eine üble, eine gewaltige Verleumdung über mich getan. Subhanallah, die Takfiris sagen, er ist Takfiri. Und er sagt, lasst mich fern von diesem Thema. Wer? Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab selber. Und er sagt, und diejenigen, die sagen, wer nicht zu uns auswandert und nicht unseresgleichen ist, so schließen wir ihn vom Islam aus, das ist eine gewaltige Verleumdung über uns. Subhanallah, deswegen muss man das erstmal verstehen. Er hat die Leute nicht sofort vom Islam ausgeschlossen. Ist das jetzt ein Fehler? Das ist kein Fehler. Und daher, diese Leute, wenn sie Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab angreifen, dann meinen sie damit den Weg von Koran und Sunna. Denn das ist der Weg, der ihnen verhasst ist, liebe Geschwister. Das heißt, es geht nicht um den Namen, sondern um unsere Aqida. Wir sagen, er ist ein Gelehrter von vielen Gelehrten. Auch die großen Gelehrten, sei es Imam Ahmad oder Imam Abu Hanifa oder Imam Shafi'i, bei einem jeden wirst du Sätze finden, die nicht konform sind mit Ahlus Sunna wal Jama'a. Deswegen haben sie gesagt, wenn der Hadith authentisch ist, ist das meine Aussage. Nicht das, was ich fälschlicherweise gesagt habe, sondern das, was von der Religion tatsächlich existiert. Und daher müssen wir verstehen, dass jeder Imam Richtiges und Falsches sagt. Hat Sheikhul Islam auch Falsches gesagt? Sheikhul Islam hat Falsches gesagt. Hat Ibn al-Qayyim Falsches gesagt? Ibn al-Qayyim hat Falsches gesagt. Hat Ibn Muflih Falsches gesagt? Ibn Muflih hat Falsches gesagt. Ibn Rajab al-Hanbali, ja. Alle haben Richtiges und Falsches gesagt, aber der Unterschied ist, ob man mehr Richtiges als Falsches sagt. Weil derjenige, der mehr Richtiges sagt, so werden ihm seine Fehler verziehen. Das heißt, seine Aussage wird fallen gelassen, nicht die Person selber. Aber wer nur Falsches sagt, wer soll von ihm die Religion nehmen? Und daher, liebe Geschwister, lasst uns das lernen. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab war ein Gelehrter von den vielen muslimischen Gelehrten. Aber er war ein Gelehrter, der in einer üblen Zeit gelebt hat. Und er musste die Leute daran hindern, dass sie diesen Schirk und diesen Kufr und diese Bid'ah machen. Warum? Weil, wenn er das nicht geändert hätte, dann hätte sich das noch weiter und weiter verbreitet. Und das ist, was ihr in den islamischen Ländern seht. Weil die Sufis auch eine Vorrangstellung haben über alle anderen Gruppen in den islamischen Ländern, so hat sich der Schirk und der Kufr verbreitet in den islamischen Ländern. Wallahi, du hörst in manchen islamischen Ländern, wie einer von unseren Schuyuch gesagt hat, er sagte, er hat von einer Person gehört aus unseren islamischen Ländern, derjenige, der nicht ein Waliullah im Grab bittet, so ist er ein Kafir. Allahu Akbar, so ist er ein Kafir. Überlegt mal, nicht umgekehrt, ja? Wer ihn bittet, ist ein Kafir oder ein Muschrik, sondern umgekehrt, wer ihn nicht bittet, ist ein Kafir. Und das ist das Problem, was passiert ist, dass wir auch selber eine Aufgabe haben. Und ich ermutige euch, dass wir unsere Religion lernen. Erstmal lernen, ja? Und nicht sofort rausgehen, du bist Muschrik, du bist Kafir, was wir in der heutigen Zeit sehen. Möge Allah Azzawajal diese kleinen Kinder recht leiten und ihnen zwei Gehirnzellen geben, damit sie auch nach Hause finden. Wir reden, liebe Geschwister, über Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und unsere Aufgabe ist, dass wir die Leute was zum Islam rufen. Wir wollen nicht die Menschen vom Islam abschrecken. Wir rufen sie zum Islam. Warum rufen wir sie zum Islam? Wir wollen die Anzahl der Muslime vergrößern. Natürlich nicht um jeden Preis, aber wir wollen die Anzahl der Muslime vergrößern. Und daher solltet ihr auch eine Sache wissen. Diejenigen, die so einen Groll haben gegen Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, haben sogar zum Schluss über Sheikhul Islam gesagt, er war Wahhabi. Schau mal, Sheikhul Islam war 500 Jahre vor Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Aber khair inshallah.
Ja, wie ihr hört auch von den Asha'ira, sie sagen Imam Abu Hanifa und Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, alle waren Asha'ira. Komischerweise kam nur Abu al-Hasan al-Ash'ari im 3. Jahrhundert, das heißt weit nach den 4 Imamen. Deswegen ist es auch wichtig, seine Religion zu lernen, damit man von solchen Betrügern nicht betrogen wird. Und hier seht ihr, Imam Ibn Abdul Wahhab war ein Gelehrter und er hat hervorragende Bücher geschrieben. Und wir fordern jeden heraus. Wenn er überhaupt seine Bücher gelesen hat, und er hat seine Bücher nicht gelesen. Wenn er aber seine Bücher gelesen hat, dann komm bitte mit dem, was er Falsches gesagt hat. Und wir sagen, wenn er Falsches gesagt hat, nehmen wir das an? Antwort, natürlich nicht. Weil wir nehmen nur die Aussagen an, die auch was? Mit einem Beweis behaftet sind. Wenn er aber Falsches gesagt hat, dann lassen wir diese Aussage fallen. Und das bei einem jeden Gelehrten, da machen wir keine Ausnahme. Wie Sheikh Salih al-Fawzan, Hafidullah, sagte, er sagte, wir lieben jeden Gelehrten. Aber wir lieben die Wahrheit mehr als die Gelehrten. Ein wunderschöner Satz. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diesen großartigen Sheikh ein langes Leben mit guten Taten ermöglichen. Allahumma amin.